Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Snapshot-Review, heute zu 14W04A. Und heute kamen ein paar kleine Sachen dazu, zum Beispiel, dass man jetzt die Item-Frames, da kann man die Items 45 Grad jetzt rotieren, nicht mehr nur 90 Grad, glaube ich, war es davor. Und wenn man jetzt genau hinguckt, geben die Items ein unterschiedliches Redstone-Signal aus. Der unterste nur ein Block breit, nächste zwei und immer so weiter. Und so kann man jetzt noch mit der Position von diesem Item hier drin noch ein Redstone-Signal ausgeben, ein spezifisches. Genau. Dann wurden wir hier auch noch die Villagers verändert. Zum Beispiel der Typ hier. Ne, wo ist denn der andere? Toll, der andere Villager ist jetzt weggelaufen, den ich gerade platziert habe. Jedenfalls, die Villager pflanzen jetzt ihr eigenes Feld nach. Und deswegen hole ich nochmal einen Villager kurz. Zack, 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 zack. Jetzt muss ich nur den richtigen spawnen. Oh Mann, jetzt kommt genau der Falsche. Das ist er. Genau. So. Und wenn wir jetzt uns den anschauen, der sammelt jetzt die Sachen ein und pflanzt gleich direkt nach. Zack. Pflanzt nach. Und sieht auch, wie der Kopf so runter geht. Die Villagers sind jetzt etwas selbstständiger geworden. Moment mal, wenn ich jetzt hier nachpflanze, dann sammelt das gleich ein. Ja, glotzt nicht so dumm. Genau, wenn man jetzt auf ein Schwert, auf eine Spitzhacke oder sonstiges die Looting-Verzauberung macht, kommen jetzt mehr seltener Items raus, wie zum Beispiel, wenn man jetzt ein Wither-Skeleton mit so einem Looting-Schwert killt, dann ist die Chance höher, dass so ein Wither-Kopf rauskommt. Und die Knöpfe kann man jetzt hier unten platzieren und hier oben dran. Jo. Spender, genau. Und man kann jetzt diese Mobs, wo man, also wie zum Beispiel Schneemann, Eisengolem, Wither, die konnte man ja nie mit einem Dispenser spawnen und es geht jetzt angeblich. Ja. Ich sehe es, wie es funktioniert. Geil, funktioniert ja wirklich. Keine Ahnung, an was es jetzt liegt, aber eigentlich sollten die scheiß Viecher gespawnt werden. So. Dings, Kopf rein. Ich probiere es nochmal von der Seite, vielleicht geht es ja noch nicht von vorne. Könnte ja sein. So. Moment. Spender. Okay. Dann weiß ich nicht, an was es liegt. Ist es vielleicht der Werfer? Gerade keine Ahnung, an was es liegt, warum es nicht geht. Sollte eigentlich gehen. So, ich probiere es noch einmal. Ja, okay, es ist mit dem Werfer. Mit dem Werfer muss man es machen. Und die Eisengolems, die sollen jetzt anscheinend wieder ihre alten Drops geben, einen normalen Kill. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Iron Golems now drop items on normal kills. Ich weiß nicht. Wir killen ihn mal. So, und da kommen jetzt Eisenbahn raus. Ich weiß nicht, ob das davor schon war. Ich habe nicht so oft so einen Golem gekillt. Dann wurde hier noch was geändert, dass man diesen toten Busch anfackeln kann jetzt, neuerdings. Okay, jetzt brennt nicht so viel. Und da hier, das ist eine neue Textur, wenn man Schnee drauflegt. Was ich persönlich sehr scheiße finde, weil im Prinzip ist hier dieses Grüne am Rand vom Block weiß geworden, wenn Schnee drauf lag. Und jetzt bleibt es einfach gleich und nur ein paar Pixel in der Dirt-Textur verändern sich hier, wenn man mal genau hinschaut. Die Änderung finde ich jetzt nicht so geil. Dann noch was Geiles. Hier dieser Befehl. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, wie man hier zum Beispiel sehen kann. Huge Explosion, Fireworks, also die ganzen Partikeleffekte, die zum Beispiel bei Slimes kamen oder bei Explosionen, die kann man jetzt selber verursachen mit einem Befehl. Beispielsweise hier jetzt eine Explosion. Auf jeden Fall ohne Sound, das müssen wir dann noch extra dazu abspielen, wenn man es mit einem Comment Block macht zum Beispiel. Aber man kann diese Partikel jetzt Vanilla einfach so spawnen. Ohne irgendwelche Plugins.
Da geht auch irgendwas anderes. Wir können jetzt zum Beispiel Slime noch nehmen. Das hatte ich vorher. Town Aura. Das weiß ich nicht, was das ist. Wake? Da hat man kurz so Wasserdinger gesehen. Cloud. War auch so Wolkendinger. Slime. Die Slime-Partikel. Und ja, im Fill-Command wurde auch noch was geändert, dass man Blöcke filtern kann, die nicht zerstört werden sollen. Und eine Sache, die ich nicht verstehe, ist Secret Changes. Und das Secret ist mit EE geschrieben. Ich habe mich mal informiert und dieses Secret mit EE wurde damals benutzt bei den Secret Updates, wo noch von Notch gemacht wurden. Also die damaligen Snapshots, die es zu der Zeit gab. Vielleicht ist das eine Anspielung drauf, ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Vielleicht werden wir es in den nächsten Tagen rausfinden. Dann werde ich dazu einen Kommentar hinterlassen, denke ich mal, und werde es da dann reinschreiben. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Im Prinzip war das alles. Außer hier in den Secret Settings habe ich noch was entdeckt, dass es hier ist einen Notch-Filter gibt. Achso, und bei F3 sieht man hier die Koordinatenachsen jetzt statt dem Fadenkreuz, statt dem normalen. Das ändert sich dann. Genau. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.